Hey, mein Name ist Lukas und heute geht es einmal um den Horrorfilm Carrie. Der hat nämlich einen wirklich neuen Look bekommen und ob er mich mit seinen Maßen am Blut in schaurige Stimmung versetzen konnte, das erfahrt ihr jetzt. Our Father's mercy from his lighthouse evermore. But to us he gives the keeping. Ich hole dich nach der Schule ab. Die anderen finden mich sonderbar. Carrie, dein Lieblingsgedicht, hast du eins dabei? So will ich nicht sein. Ich will normal sein. Wisch dir das Grinsen aus dem Gesicht. Ich muss versuchen, ein normaler Mensch zu werden, bevor es zu spät ist. Hilf diesem kleinen Mädchen, ihre täglichen Sünden zu erkennen, wäre sie unschuldig. So hätte sie das steht nicht mal in der Bibel, das steht nirgendwo geschrieben. Geh in deinen Schrank und bete. Nein. Du betest jetzt, kleines Mädchen. Du betest um Vergebung. Ich lass mich raus! Hilfe! Wenn ich mich stark genug konzentriere, kann ich Gegenstände bewegen. Da draußen gibt es noch andere wie mich, die dasselbe tun können, was ich kann. Der Teufel stirbt nie. Er kommt immer wieder zurück. Du musst ihn immer wieder töten. Nein! Carrie White hat es nicht leicht. Als Einzelkind wächst sie bei ihrer extrem religiösen Mutter auf und auch in der Schule fällt es ihr nicht leicht, Freunde zu finden. Dadurch wird sie des Öfteren Opfer von Schikanen und Streichen ihrer Mitschüler. Bei einem Versuch, sich zu wehren, entdeckt sie jedoch, dass sie telekinetische Fähigkeiten besitzt. Durch ihre neue Macht, die sie jetzt irgendwie einsetzen möchte, um sich zu wehren, setzt sie ihre Kräfte gegen die Peiniger ein. Und dabei soll es blutige Rache geben. Wie es weitergeht und was sonst noch passiert, das erfahrt ihr im Film. Zu Anfang muss man sagen, besitzt der Film eine extreme angespannte Stimmung, die jedoch leider nicht dauerhaft anhält, sondern nach und nach irgendwie nachlässt und nicht mehr komplett wirkt. Daher fühlt der Film sich trotz einiger Momente, die wirklich schaurig sind, die größtenteils im Haus irgendwie passieren, nicht wirklich wie ein Horrorfilm an, sondern wie eine Romanze gemischt mit einem Drama. Dazu kommt noch, dass der Film keine immense Handlung bietet, die weder den großen Gruselfaktor bietet, noch den kompletten Splatter ausnutzt, sondern sich irgendwie dazwischen ansiedelt und daher als Horrorfilm im Genre irgendwie als Horrorfilm relativ schlecht abliefert. Wer also hier eine Romanze wirklich mit leichtem Horrorfeeling erwartet, der kann auf jeden Fall Spaß haben. Für abgebrühte Horrorfans, die wirklich Jumpscares mögen, für die ist der Film leider nichts. Chloe Grace Moritz macht hier schauspielerisch dennoch einiges her, weil wir kennen sie aus Let Me In und da hat sie mir wirklich gar nicht gefallen. Doch die Rolle als schüchterne Carrie liegt ihr wirklich, und besonders wenn man an dem Punkt ist, wo sie zeigt, was denn wirklich in ihr steckt, wirklich eine gute schauspielerische Leistung von ihr. Letztendlich bietet der Film wenig für abgehärtete Horrorfans, das heißt, wie gesagt, wenig Jumpscares oder dergleichen, sondern ist mehr etwas fürs Auge oder das leichte, schaurige Gefühl. Denn der Film ist in seinem Setting wirklich gut gelungen und auch die Stimmung, die teilweise zwischen schaurig und irgendwie leicht romanzenmäßig schwankt, schafft es kombiniert, das Ganze richtig gut rüberzubringen. Dennoch ist der Film in seinem Genre wirklich viel zu schwach geworden und bekommt daher leider nur mäßige 4 von 10 möglichen Punkten von mir. Das war's mit der Filmkritik zu Carrie. Wenn ihr dennoch Lust auf den Film habt, dann zeigt es mir doch. Ich wünsche euch noch eine schöne Kinowoche und zeigt mir, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn dann schon gesehen habt oder ihn sehen möchtet. Wir sehen uns in der nächsten Filmkritik und bis dahin, ciao. Die anderen finden mich sonderbar. Carrie, dein Lieblingsgedicht, hast du eins dabei? So will ich nicht sein. Ich will normal sein. Wisch dir das Grinsen aus dem Gesicht. Ich muss versuchen, ein normaler Mensch zu werden, bevor es zu spät ist. Hilf diesem kleinen Mädchen, ihre täglichen Sünden zu erkennen, wäre sie unschuldig. So hätte sie das steht nicht mal in der Bibel, das steht nirgendwo geschrieben.